Wir wollten die Zuschauer so ein bisschen auf unsere Seite bringen, sie ein bisschen verunsichern und lange die Null halten. Das haben wir auch relativ lange geschafft. Zwischendurch die ersten 10 Minuten war es ein bisschen wackelig. Wir waren eine neu formierte Mannschaft, haben ein paar Leistungsträger draußen gelassen, weil wir einfach auch auf die Liga gucken müssen. Und da müssen wir einfach auf die Belastung gucken. Nichtsdestotrotz sind wir nach einer Viertelstunde super reingekommen, hatten dann auch eine gute Szene schon, die vor der Linie geblockt wurde. Den zweiten Konter spielen wir zu Ende und führen wir dann auch mit 1-0 in der Pause. Und der Matchplan war wirklich, dass wir auch unsere Konter dann wirklich gut ausspielen, dass wir auch ein bisschen denen den Ball überlassen, denen das Spiel geschehen, aber dann knallhart zuschlagen. Ich würde sagen, in den ersten 60 Minuten einfach zu wenig Aggressivität. Wir sind zu halbherzig angelaufen, haben nicht genug Druck ausüben können und dadurch haben wir auch 2 dumme Gegentore kassiert und haben denen teilweise einfach zu viel Platz gegeben und konnten unseren Stempel dem Spiel in den ersten 60 Minuten nicht aufdrücken und passiert das so. Ja, gegen Offenbach beim Ligaspiel haben wir es ja ähnlich gemacht. Wir haben denen so ein bisschen den Ball überlassen, wollten Nadelstiche setzen. Das ist uns ja in einem Ligaspiel nicht gelungen. Heute haben wir immer wieder die Nadelstiche gesetzt und wir haben heute 2-1 gewonnen, sind eine Runde weiter. Ja, Serkan dribbelt an die Linie, spielt den flach rein und habe ich noch den abstoppen können vor der Auslinie hinten. Und das kurze Weg war dann offen und dann habe ich ihn da reingerollt. Ja, in erster Linie waren wir effizienter und wir haben Tore geschossen. Das ist halt einfach im Fußball die Weisheit. Da muss ich jetzt wahrscheinlich 3 Euro zahlen, aber das mache ich gerne. Würde ich nicht so sagen, weil ich glaube, das motiviert uns einfach noch mehr und hat uns nochmal wachgerüttelt. Und jetzt sind wir heiß drauf, wie die ganze Zeit schon, einfach 100% im Training zu geben und versuchen in den Spielen alles rauszuhauen. Dass es jetzt heute nicht geklappt hat, ist schade und wir müssen jetzt einfach weiter nach vorne blicken und positiv bleiben. Ja, ich bin gebürtiger Offenbacher. Früher war ich immer hier im Stadion und habe zugeguckt, bei den erfolgreichen Zeiten dann noch mehr oder weniger. Für mich ist es ein schönes Gefühl, erstmal hier zu spielen und dann auch noch vielleicht zu gewinnen. Ja, das tut uns natürlich auch als Mannschaft für die Zuschauer, für den Verein weh. Wir wissen, wie viel der Pokal oder DFB-Pokal, wenn wir den Hessen-Pokal gewonnen hätten, wie viel das für den Verein bedeutet. Und die waren die ganze Zeit hinter uns und das wissen wir alle. Und dass wir dann am Ende sie nicht damit belohnen, also mit dem Sieg belohnen können, das tut dann umso mehr weh. Ja, der Danny ist auf jeden Fall ein Kämpfer, der sich da nicht beirren lässt. Der geht in jeden Zweikampf, egal wie hart es ist und ob er sich wehtut. Hat es super gemacht, die 2 Tore. Und ich glaube, das ist der verdiente Lohn der ganzen Mannschaft. Aber Danny wird heute Abend nochmal einen ausgeben müssen. Ja, der ist heute ersatzweise Kapitän, Nico Opa war ja auf der Bank. Kevin ist für uns eine ganz wichtige Säule im Spiel. Der stopft unsere Löcher vor der Abwehr, dirigiert viel, hat auch Präsenz mit seinem Körper natürlich. Und für uns ist es natürlich Gold wert, so einen Spieler zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.